Ja, jetzt komme ich nochmal auf Robert Habeck, unseren Heuchler. So bezeichne ich ihn mal mit dem, was er jetzt gesagt hat in der Ukraine, mit dem Atomkraftwerk, dass die da weiterlaufen dürfen oder können. Das ist in Ordnung, solange die sicher sind. Und die sind ja schließlich gebaut, die Dinge. Ja, in Deutschland sind die Dinger ja auch gebaut und sind sicher. Also sicher, wie, was man als sicher insgesamt in der Welt bezeichnen kann. Und man hat ja gesehen, wie Robert Habeck mit Zelensky und dem Wirtschaftsminister, wie die sich richtig verstanden haben, wie Zelensky stundenlang mit Habeck verbracht hat. Also da ist schon einiges im Hintergrund gelaufen. Und bei Habeck ist das Interessante, die DFC Bank, mit der, die er im Schlepptau hatte, weil ja auch Bayer ja Geld in der Ukraine jetzt schon investieren will. Und das ging ja um eine Saataufbereitungsanlage. Und Bayer hatte ja auch vor Kriegsbeginn 200 Millionen für Maisaufbereitungsanlagen in der Ukraine schon investiert. Und nun ist ja Folgendes: Die Ukraine muss jetzt ja freigeräumt werden, weil das ist ja der Zukunftsmarkt für erneuerbare Energien und für Biomasse. Das heißt, soweit ich die Informationen, ah, ich habe die ja schon länger, an die schon vor dem Krieg hatte ich die ja schon, dass da ungefähr 10.000 Biogasanlagen gebaut werden sollen. Es ist sehr windreich und sehr sonnenreich, dieses Land, und natürlich noch der gute Boden. Und das Problem ist ja, solange die sich da die Schädel einschlagen oder die Separatisten herumtouren oder die Russen, dann funktioniert das Ganze ja nicht. Und deswegen würde ich sagen, deutet vieles darauf hin, dass Putin mit irgendwelchen Dingen sich gezwungen sah, da einzugreifen, weil er kann die Krim nicht verlieren. Das ist sein Problem für seine Schwarzmeerflotte und für seinen Einfluss, den er hat, für sein Reich, hätte ich beinahe gesagt. Er sieht das ja als großes Reich an. Und da spielen sich, wie gesagt, große, große Dinge ab. Und die DFC Bank, das ist, denke ich, was ist das für eine Bank? Ja, die ist 2018 in Amerika gegründet worden. Die investieren überall auf der Welt Geld, um irgendwelche Entwicklungsprojekte voranzutreiben. Und unter anderem habe ich einen Bericht gefunden, da sind die in Serbien gewesen. 2020, da wollen die 60 Milliarden investieren. Und da habe ich mir den Bericht durchgelesen. Und da stand in dem einen Artikel oder in dem einen Satz drin, es geht eindeutig gegen Russland und gegen China. Da wollen die praktisch ein Gegenstück aufbauen. Also hier werden ganz bewusst Sachen vorangetrieben, scheinbar. Und wie Ray McGovern sagte, Putin sah sich anscheinend genötigt, irgendwas zu machen, weil die haben in Polen und in Rumänien praktisch ja Raketenabfangbasen gebaut. Und auch in Rumänien großes Geld investiert, die ja angeblich nur für die Abwehr von Raketen vom Iran sind. Aber wie sich jetzt anscheinend herausstellt, können die Dinge so umfunktioniert werden, dass da eben Raketen mit abgeschossen werden können und auch Hyperschallraketen. Und Tomahawk-Raketen und Langstrecken-Raketen. Und das ist natürlich eine ernsthafte Bedrohung für Putin. Und die sind jetzt praktisch vor dem Krieg fertiggestellt worden. Nur das letzte Ende fehlt noch, die Hyperschallraketen. Das haben die Amerikaner noch nicht richtig im Griff. Also das sind Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen. Und wie gesagt, wenn man den Bericht von 2019 von der RAND Corporation liest, über den ja bei uns in Deutschland überhaupt gar nicht berichtet werden. Ich finde es ja nur Berichte über Schweiz oder über Italien. Die sind ja schon, die haben das untersucht. Das sind 183 Seiten. Das hat ein Kanadier untersucht und übersetzt. Also das heißt im Endeffekt, Putin sollte zum Krieg provoziert werden. Er macht ja nicht genug, aber es muss so hingestellt werden, dass er in den Angriffskrieg geht, um ihn als Aggressor hinzustellen. Und das ist wunderbar gelungen. Also das, was wir hier jetzt erleben, ist eine 1A Meisterleistung von Propaganda und wie gesagt von ja, Kriegstreiberei. Wahnsinn, wie die das hingekriegt haben. Und deswegen steht er ja als Aggressor da. Die reden ja alle von Angriffskrieg und so ist es ja im Endeffekt auch. Für Putin wird es das nicht sein. Also da wird ganz gewaltig was abgehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt noch dran, wie die Hintergründe liegen mit BlackRock. Und alles, wie das mit der USA zusammenhängt, das habe ich noch nicht ganz ausgelesen oder mich noch nicht ganz reingefuchst, deswegen sage ich da noch nichts zu. Also es geht um gewaltige Geldsummen, die hier geschoben werden. Ich kann nur die eine Summe sagen, dass das in dem Bericht stand,
Das geht schon mal um 1 Billion privates Kapital, das gebraucht wird. Und das Verrückte ist ja im Endeffekt ja auch, wie ich letzt gelesen habe, die Ukraine, die hauen ja auch ihre eigenen Städte mit kaputt mit ihren Raketen. Das wird anscheinend bewusst gemacht. Können sie auch. Es wird alles neu aufgebaut und im Endeffekt soll ja praktisch die Ukraine das Silicon Valley von Europa werden. Künstliche Intelligenz und was weiß ich, was sie alles davor haben. Also richtig große Programme. Und das können sie ja, wenn alles kaputt gehauen ist und da kommt frisches Geld, wird ja richtig Geld verdient an der Sache. Und die ganzen großen Investoren, alles und BlackRock und alle, die verdienen ja ein, ja, ich sag, riesiges Vermögen an diesen ganzen Sachen. Also Krieg ist ein phänomenales Geschäft. Wenn man das jetzt andersrum sieht, im Endeffekt, und die Firmen haben ja auch schon Land gekauft, alles, das ist alles schon in trockenen Tüchern. Deswegen kann man das so sagen, also die ukrainischen und russischen Soldaten sterben für das Kapital. Sie sterben völlig unnötig, weil die Ukraine wird aufgeteilt und verkauft. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die großen Firmen sind schon alle in den Startlöchern, weil das Kapital ja auch hin muss. Die Ukraine hat ja kein Geld. Und wie gesagt, die Soldaten, wenn die nachher den Krieg beendet haben oder auch die Bevölkerung, die werden dann merken, das war eigentlich im Endeffekt alles umsonst. Uns gehört eigentlich gar nichts mehr. Also hier werden sich dramatische Sachen abspielen und wir werden ganz bewusst hinters Licht geführt. Also es ist fürchterlich, was hier los ist. Und dafür werden wir auch einen großen Preis zahlen. Und unsere Ampelregierung ist da voll mit drin. Und dann, wenn man diese Kriegsschreier da wie Strack-Zimmermann und Hofreiter da sieht, wir brauchen schwere Waffen und so weiter und so fort und noch mehr und noch Flugzeuge und dann kommt das nächste denn und irgendwann werden die Truppen da landen. Und ja, es kann vielleicht sogar sein, dass irgendwann deutsche Truppen im Krieg sitzen werden, wenn das so weitergeht.